What's up, Freaks? Willkommen zu einem weiteren Gewinnspielvideo von mir, Sulfa. Heute möchte ich mit euch erstmal über das, erstmal kurz einmal anschneiden, was beim letzten Gewinnspiel dann gut und schlecht gelaufen ist. Schlecht gelaufen muss ich ja ehrlich sagen, diesmal überhaupt nichts. Die Kommentare waren klüger geschrieben als beim letzten Mal, also das heißt, ich konnte auch gewisse Kommentare auch antworten und so weiter und so fort. Also die ganze Chose ist diesmal etwas schöner abgelaufen, wie ich fand. Ansonsten, die Gewinne wurden bereits fast alle gestern schon abgeholt. Im letzten Mal musste ich doch schon so 4 Tage warten, bis alles weg war. Es ist jetzt gerade Tag 2, es fehlt nur noch die Scattergun und der nette Scout-Taunt. Die müssen noch abgeholt werden, aber ansonsten, ich muss ja sagen, ich habe heute noch nicht in die YouTube-Kommentare geschaut. Ein simpler Grund, ich bin heute so gegen 3 aufgestanden. Ja, ich habe heute ausgeschlafen, habe dann kurz gegessen und so. Seit 4:30 sitze ich an meinen Java-Hausaufgaben. Es ist jetzt gerade kurz nach 7, das heißt, ich habe einiges an Zeit heute an den Hausaufgaben verbracht. Ich hätte sie doch lieber in der Woche machen sollen, nicht am Sonntag. Das ist irgendwie immer scheiße. Immer scheiße. Ich habe noch nicht mal meine One-Piece-Folge heute geguckt. Hust, hust, sniff, sniff. Naja, aber zum Gewinnspiel jetzt. Es ist genau wie dasselbe wie bei den letzten 2 Malen. Ihr könnt aus diesen 10 Items hier wählen, auf meiner Backpack-Seite 3. Schreibt einfach eins der Items in die Kommentare. Ich werd euch nochmal rübergehen, die Namen zeigen. Ich werde sie wohl auch noch nach oben verschieben, also bitte nicht wundern. Auf jeden Fall diese netten 10 Items. Ja, auf jeden Fall Schädelknacker-Verspottung, Getränkegefährte, dann hier den schönen Messerschnitt. Den zerrupften Ruprecht für den Medic. Ein netter kleiner Bart. Der einzige Überlebende. Ein netter Soldier-Schnurrbart hier. Dann eine Herdflamme. Spezialtötungsserie. Das Ding ist der Jackpot als Spyro-Spieler. Ich wollte gerade sagen Spyro-Spieler. Wobei, kann man momentan Spyro-Spieler nennen, denn die ganzen Drachendinger, die man daran machen kann als Halloween-Update. Aber naja. Wir haben den Flog. Ein ganz Standard-Ding. Ein ganz schönes Ding halt für Rampage-Pyros. Wir haben eine schöne Medigun für unsere neuen Anwärter-Medics, die uns hoffentlich noch weiter im Spiel unterstützen werden. Eine schöne saure Milch, denn wer mag nicht etwas saure Milch vom Scout abgezapft? Ah, lecker. Und natürlich der Umhang des schottischen Königs. Königs. Meine Güte, ich kann das gerade nicht aussprechen, das Wort. Ein wunderschöner Umhang für den Demoman, der immer passt. Zu ganz, ganz vielen Loadouts. Da kann ich sogar mal ein kurzes, schnelles Beispiel geben hier, weil ich habe hier so ein schönes Loadout mit dem Ding. Nämlich das hier zum Beispiel, einen schönen Wikinger-Style halt. Macht draus, was ihr möchtet aus diesen Items. Auf jeden Fall. Voten wählen, wie beim letzten Mal. Schreibt einfach in die Kommentare euren Itemwunsch. Bitte nur einen einzigen Itemwunsch hinschreiben. Wenn die 2 Itemwünsche stehen habt und ihr nicht spezifiziert habt, was ihr davon möchtet, kann ich diese Eintragung nicht gelten lassen. Natürlich, ich werde wieder nächsten Freitag auslosen und nächsten Samstag werde ich die Gewinner in den Kommentaren wieder bekannt geben. Das heißt, ich werde wieder auf die Kommentare antworten. Also bitte macht es auch so, dass man auch auf eure Kommentare entweder per Antworten kann, also es gibt ja so dieses Antworten-Ding, oder mit Google Plus verknüpfen. Das heißt, wenn ich euren Namen hinschreibe, dass ich euch dann antworten kann. Ist beides nicht möglich, seid ihr raus. So fies es sich anhört. Nun auf jeden Fall, ich hoffe, es ist alles klar. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao.